Das sind Julius, Moritz, Greta, David, Anna, Clara und Lasse. Sie zeigen uns heute, warum Gartenspielgeräte auch im privaten Bereich immer beliebter werden. Und damit kommen wir auch gleich zu Punkt 1, wenn Sie ein Gartenspielgerät kaufen möchten. Testen Sie es vorab oder besser, lassen Sie es testen, und zwar von denen, die es am Ende auch benutzen. Grundsätzlich muss man natürlich immer den Preis und die Leistung ins Verhältnis setzen. Das heißt, das Billigste ist meistens nicht das preiswerteste Produkt. Also der Preis und die Leistung, wenn das zusammenpasst, wenn Sie sehen, das hat einen angemessenen Preis für das Produkt. Schön ist immer auch, wenn Sie im Fachhandel die Produkte live erleben können. Die Kinder können es austesten und dann kann man auch sagen, die Qualität passt zum Preis dazu. Zu den gängigsten Modellen gehören heute Schaukel, Rutsche und Kletterturm. Doch Spielgerät ist nicht gleich Spielgerät. Und das ist Punkt 2. Es wird unterschieden zwischen privater und öffentlicher Nutzung. Also privat dürfen Sie grundsätzlich alles machen. Sie können auch Spielgeräte, die zertifiziert sind für den öffentlichen Bereich, in den Privatgarten stellen. Sie erhöhen dadurch nur die Sicherheit für die Kinder. Das macht keinen Nachteil. Was nicht erlaubt ist, privat zertifizierte Spielgeräte im öffentlichen Bereich aufzustellen, weil einfach die Beanspruchung, die Belastung im öffentlichen Bereich aufgrund der hohen Anzahl der Kinder eine ganz andere ist. Wichtig, auch Wohneigentümergemeinschaften und Mietshäuser zählen zum öffentlichen Bereich. Auch ein Schild mit der Aufschrift privat entbindet nicht von dieser Pflicht. Am Ende haftet der Betreiber. Und schon sind wir bei Punkt 3, der Sicherheit. Wer ein Spielgerät im heimischen Garten aufstellt, kann zwar selbst entscheiden, was, aber nicht unbedingt wo. Hier gibt es klare Vorschriften. Es gibt für jeden Typ von Spielgerät gibt es entsprechende Sicherheitsbereiche, das heißt Fallräume. Wenn die Kinder von der Rutsche runterfallen, muss ein Fallraum da sein, es muss ein Auslaufschutz da sein nach der Rutsche. Das ist wichtig, dass sie das beachten, dass diese Größen eingehalten werden, dass keine Hindernisse in diesen Sicherheitsbereichen vorhanden sind. Der Sicherheitsbereich beträgt ab Ende der Rutsche noch 2 Meter ohne Hindernis. Sicherer Fallraum bedeutet, dass nicht Beton oder Asphalt unter dem Spielgerät sind, sondern Rasen. Dieser sollte allerdings dicht und gut gepflegt sein. Dann fängt er Stürze aus einer Höhe bis 1,50 Meter ab. Besonders im Trend liegen Spielgeräte aus Holz, wegen der Optik und der Langlebigkeit. Man kann ganz klar erkennen, dass der Trend weg von den druckimprägnierten Kiefernhölzern hin zu unbehandelten, haltbaren Hölzern geht. Sprich, wir verwenden hauptsächlich die Robinie. Die wächst in Europa, ist ein einheimisches Holz und hat eine sehr, sehr gute Lebensdauer. Sprich, wenn man so eine Schaukel in den Boden einbaut, dann steht der ungefähr 30 Jahre, der Robinienstamm. Okay, 30 Jahre lang nutzen Kinder die Spielgeräte vielleicht nicht. Sie können aber zum Beispiel an die nächste Generation weitergegeben werden. Oder den Garten schmücken. Oder, ach, manchmal sind wir doch alle gerne wieder ein bisschen Kind.